Prinzessin Diana wird vom britischen Volk und von der ganzen Welt für immer in bester Erinnerung bleiben. Neben ihrer unglaublichen sozialen und karitativen Arbeit war die verstorbene Prinzessin auch eine Mode-Ikone. Diana gehört zu einer der klassisch schönsten Frauen, die jemals den Buckingham Palace zierten und machte mehr als nur ein paar Schlagzeilen mit ihrem tadellosen Stil. Im Laufe der Jahre hat sie uns viele denkwürdige Outfits und Ensembles gezeigt. Wir zeigen euch die schönsten Abendkleider, die sie in ihrer Zeit als Royal getragen hat. Prinzessin Diana ähnelte der perfekten Märchenprinzessin und kam 1989 in diesem babyblauen Chiffon-Abendkleid im Theatre Royal Drury Lane an. Abgerundet wurde der Look durch eine stilvolle Klatschhandtasche und ein Armband. Dieses Kleid etablierte Diana als Modeikone. 1994 rockte Prinzessin Diana ein atemberaubendes schwarzes Kleid, das von Christina Stambolian entworfen wurde. In dem Kleid nahm sie an einer Party in der Serpentine Gallery in London teil. Dieser Look soll ein Rachekleid gewesen sein, das sich in derselben Nacht herausstellte, dass Prinz Charles ihr mit Herzogin Camilla untreu war. Die Geschichte machte Schlagzeilen in der britischen Presse und Lady Dianas Kleid ging in die Geschichte ein. 1995 glänzte die Prinzessin in einem Perlenensemble und wählte ein kurzes puderblaues Kleid für eine weitere Veranstaltung in der Serpentine Gallery. Das Kleid war zeitlos, sexy und wurde von Modekritikern, die es liebten, mehr von Dianas Kurven zu sehen, weithin gelobt. Im April 1995 trug Diana während eines offiziellen königlichen Besuchs in Hongkong ein unglaubliches Abendkleid im Hochzeitsstil. Die Robe wurde wegen des hohen Kragens, der an den großen Elvis Presley erinnerte, liebevoll Elvis-Kleid genannt. Im Jahr 1987 sah Diana in diesem samtigen Fischschwanzkleid sehr elegant und schön aus. Sie nahm an einer Abendveranstaltung in Deutschland teil. Abgerundet wurde das königliche Outfit durch eine Diamant-Tiara und eine Halskette, die die Prinzessin absolut zeitlos aussehen ließen. Auch 1995 bezauberte Diana mit dieser wunderschönen Catherine Walker-Nummer alle Anwesenden. Als Frau in Rot war Diana das Gesprächsthema in Buenos Aires während ihres Aufenthalts in der argentinischen Hauptstadt. Diana ist mit ihrem unglaublichen Stil eine echte Modeikone und wird für immer im Herzen der Royal-Fans bleiben.